Ein altes Bauernhaus, wie man es häufig vorfindet. In ordentlichem Zustand. Aber was könnte man daraus alles machen? Die Antwort liegt auf der Straßenseite gegenüber. Beide Häuser wurden gleichzeitig um die Wende zum 20. Jahrhundert gebaut. Diese Modernisierung ist rundum gelungen. Es wahrt den Charakter des alten Hauses durch Materialien, Farbgebung und den Erhalt der äußeren Erscheinung. Und darüber hinaus wurden die Fortschritte der modernen Bautechnik genutzt. Auf den ersten Blick ein klassischer Aufbau. Sockel aus örtlichem Sandstein, darüber die mit Holzschindeln verkleidete Fassade. Doch die Kante am Türfutter gibt einen ersten Hinweis auf eine klassische Wärmedämmung der Außenwand. Die traditionell ausgebildeten Fensterleibungen liefern einen weiteren Hinweis auf die hinterlüftete Fassade. Auch der Dachaufbau zeigt dem Fachmann deutlich, dass hier ordentlich gedämmt wurde. Auf zusätzliche Dachaufbauten wie Gauben und Erker wurde bewusst verzichtet. Eine Solaranlage ist aus ökologischen Gründen immer wünschenswert und auch auf historischen Gebäuden vertretbar. Das Haus überzeugt, weil viele Details stimmen und mit viel Gefühl die Historie des Gebäudes erarbeitet wurde. So wird das Objekt schließlich auch zu einem einladenden Blickfang am Ortseingang. Ein zweites Beispiel. Mitten im alten Ortskern ein typisches Eindach-Bauernhaus. Direkt an der Straße gelegen, erinnert das modernisierte Haus an die alten Zeiten, ohne veraltet zu wirken. An der Straßenseite sind die alten Fensterteilungen erhalten und detailgenaue Repliken der Zierblenden zu finden. Lediglich im Giebelbereich wurde optisch behutsam und dezent in die Fassade eingegriffen, um das Dachgeschoss besser zu belichten. Das gleiche Detail findet sich im Giebel des Querhauses. Ebenfalls erhalten blieb der Eingangsbereich. Die ehemalige Scheune wurde von den Vorbesitzern in den 70er Jahren modernisiert. Zu einer Zeit also, in der die Wertschätzung historischer Bausubstanz noch nicht sehr ausgeprägt war. Der Blick von der Haustür fällt auf eine interessante Lösung, wie durch Architektur auch an Vergangenes erinnert werden kann. Auf dem Grundstück stand früher ein zweites, sehr kleines Haus. Das konnte nicht erhalten werden. Heute nehmen die vier bedachten Mauern den Grundriss des abgebrochenen Hauses auf und erinnern daran, dass hier einmal ein Haus stand. Den Innenraum füllt nun ein wunderbarer, gepflegter Garten aus.